schon wieder das Ziel gewinnt. 3:0. Hier heute mit Andreas Renneberg, die Vertretung von Tore Alexandersen. Und ich denke mal, Andreas hat einen ganz besonderen Beifall hier sich. Erworben, verdient. Ich wollte erst den Applaus hören. Das war ja auch nicht so einfach für ihn. Ne? So, wir machen gleich das Pressegespräch auf der Seite des Konsortenpark Sportclub. Also wenn Sie sich dahin begeben wollen, bis gleich. Und ich sage es dir nochmal, der Sportclub gewinnt 3:0 und die Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft sagt, das präsentieren wir gerne. So Wohnungspilze bei uns. Und so wird natürlich auch gewonnen hier beim Schweriner SC. Bis gleich. Also, los geht's. Erst einmal ein herzliches Hallo, unser Geburtstagskind von gestern. Rudi, was soll das? Rudi Sonnenwinkler, SV Sitzheim, hier Trainer von SV. Und auf der anderen Seite unser Trainer, hier ganz kurz zum Chef-Trainer, Andreas Hennenberg, Schweriner Sportclub. So, wir sagen schnell die Damen an. Oder was du das sagen? Also, Satz 1, 25:11, Spielzeit 21 Minuten, Schweriner Sportclub 1:0, 2:0, 25:15, Spielzeit 21 Minuten, und der dritte Satz zum 3:0, Endstand 25:17, Spielzeit 23 Minuten. Und bevor wir loslegen, unsere Firma hier heute, das präsentiert die Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft, hat es gesagt, so Glückspilze, so wir haben gewonnen, das hat dann gepasst. Jetzt wollen wir natürlich mal von Rudi Sonnenwinkler hören. Das Ergebnis ist normal. Oder hast du gesagt, wir fahren heute nach Schwerin, um zu gewinnen? Ja, was soll André sagen? Ein unklarer Sieg. Wir kommen dann vielleicht noch
Nächste Aufgabe, wer ist euer nächster Gegner, zu Hause oder auswärts? Wenn du jetzt zugehört hast, ist das schon gesagt. Alemannia, die Alemannia. Ja, ich möchte ausländisch so schlecht. So, der nächste Gegner. Wiesbaden auswärts. Und dann steht es hier an der Tafel, der Spieler CD Gerücht in Witzgeburg, Samstag, 24. April. Das wird dort heißen Woche. Wiesbaden und dann Witzgeburg. Und dann schaut man das auch wieder unser Trainer ganz. Du Alexander ist der Bandelle. Der muss spätestens Montag da sein, denn es ist schon die wahnsinnig ruhig, das Flugzeug. Wenn nicht, dann würde sich ein Bus setzen und eine 24-Stunden-Reise. So, Holin, du kannst jetzt die beste Spielerin beim Schwimmen erzählen. Die blutewige schon mal. Und du musst jetzt sagen, ich kann ja mit einer Liste laufen. Du weißt schon Bescheid. Die beste Spielerin beim Sport. Ich denke, es ist wie sehr oft bei den Zuspielern, die heute einen sehr guten Job gemacht haben. Aber eigentlich hat es die ganze Mannschaft verdient, denn es war jede Halbzeit fantastische Bewegung. Aber die kann ich nur gut merken. Und deshalb bitte ich das. So, also, wenn ich sage, kommt ihr gleich hierher. Ich gebe euch nochmal eine Halle sein. Ja, ein bisschen mehr. Ich sehe, wie das da so war. Deine Fazit? Oder? Da sind Dennis Hanke durch Uli Sonnig, der Trainer des Vorsitzenden, als beste Spielerin geehrt. So, Andreas, beste Spielerin bei unseren Gästen aus der Reise. Ich habe mich natürlich einfach mal kurz geschlossen, das sind noch 13 Milliarden Plus. Jürgen Plus, als Vorsitzender, beste Spielerin. Und Andreas Remmelberg. So, Julia kommt auch noch zu uns. Die Nummer 13. So. So, Julia, komm mal hier nochmal. Hier zu uns. Ja, herzlichen Glückwunsch. Komm mal hier zur Seite. So, bevor wir das Schuss sagen, fragen wir nochmal erstmal Julia. Tolles Spiel heute. 3-0 verloren. Gut, aber ihr wart jetzt hier auch mal der neuen Arena als Schwerin. Wie hat es euch gefallen? Das nächste Heimspiel wird schon angekündigt auf unserer Anzeigetafel. Die Witzgeburg zwischen Bullseite und der Woche mit Wiesbaden. Das ist die Woche der Entscheidung. Ja, ich glaube, es ist eine ganz, ganz viele Wochen, wo wir müssen natürlich dranbleiben. Wir müssen das Ziel festlegen, genau, und dann schaffen wir das. Wie habt ihr das Ergebnis aufgenommen, Dresden gegen Wiesbaden? Das war doch, denke ich, mal ein guter Dienst. Ja, sehr gut, dann danke schön an Dresden nochmal und das ist ja damit könnt ihr sagen, schön, dass ihr hier wart. Wir bedanken uns bei den Mädels, wir bedanken uns bei unseren besten Trainer, hier in Uli Sonnenberg und Andreas Heidelberg mit seinem Team Video. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, vielleicht noch am Sonntag, einen schönen Abend noch. Hier aus der neuen Arena in Schwerin, viel Spaß noch und schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal am 24. April, 18 Uhr, Schwerin gegen die Rote Bahn. Ich habe fertig. So, 1050 Zuschauer müssen wir noch mal ansagen. Und wir bedanken uns auch noch für die Präsentation. Schön in der Bundesbaumgenossenschaft. Tschüss und ein schönes Wochenende und kommen Sie gut in die Woche am Sonntag.